Eine Stunde aufwachen, 8 Uhr. Aber wie. Was? Ja, machen wir einfach. Akzeptieren, nicht unterbrechen. 10. September. Überleg mal, wir waren im Mai gestartet. Jetzt haben wir September. Oh oh, ich weiß, was jetzt kommt. Was zur Hölle? Was willst du, Flauschi? Ich sehe etwas doppelt, aber egal. Boah. Herrgott, meine Kuh wird verbrennen. Lass die Tiere aus dem Stall. Darf ich die nachher wieder einfangen, oder was? Hallo? Hier ist ja gar nichts drin. Boah. Ey, dieses Doppelsehen, ne? Das Huhn brennt! Oh. Meine Hühner brennen! Und vor allen Dingen habe ich so viele davon, wenn man sie zweifach nimmt. So, lösche das Feuer. Eimer. Okay. Will ich trinken? Hä? Muss ich den Eimer hier nehmen? Nein. Aber hier ist doch schon gelöscht. Wie nehme ich denn? Ja, ich nehme den Eimer jetzt. Und jetzt? Nein, ich will nicht trinken. F. Ja. Nimm doch mal den Eimer. Ich will. Oh. Ach, hier den Eimer. Sag das doch mal. So. Von hier komme ich nicht ran, oder? War klar. Kann hier nicht aussteigen. Ja, dann lass es. Da komm wieder runter. Ja, ist gut. Nimm die Leiter F. Stell die Leiter ran E. Ich brauche einen Eimer. Ich habe einen Eimer in der Hand. Ich will ihn nicht trinken, ich will ihn ausschütten. Herrgott. Fülle den Eimer mit E. Nicht trinken! Dass der damit überhaupt irgendwas gießen kann. Nimm die Leiter. So. Stell die Leiter hin. Nein, runter, runter, runter. Bevor ich anfange zu löschen, ist die Bude abgebrannt. Ja, sehe ich auch so. Das ist nur umständlich gemacht, ja. Ich denke mal, aber wenn man das erstmal raus hat, dass das dann geht, ne? Tada! So. Ist da drin immer noch Feuer? Jetzt ist da hinten noch Feuer, Herrgott. Und das ist so stockeduster. So. Fertig. Ah, danke dir Gott für diesen Regen.
September 45. Okay, sind wir immer noch. Die Löcher müssen repariert werden. Ich habe einen Hammer. Jetzt brauche ich ein paar Bretter. Schweinchen, Bretter. Das sind die Bretter, ne? Nimm alles. Hundert sollen erstmal reichen, glaube ich. Kann ich die überhaupt tragen? Gibt es hier ein Limit? Ja, es gibt ein Limit. Aber wie sagt man immer, langes Fädchen, faules Mädchen. Ich renne nicht zehnmal, ich renne einmal und das langsam. Und wie in Ark-Manier, repariere die beschädigten Gebäude, baue ein Plumpsklo. Die Kuh und das Pferd sind davongelaufen. Wölfe oder Bären haben sich wahrscheinlich schon um sie gekümmert. Oh mein Gott. Die Haare fliegen. Genau, wie sie da die Haare fliegen. Siehst du das? Meine langen blonden Haare, die im Wind fliegen. Oh. Manolia, einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für dein Follow. So, ich bin immer noch sehr schnell unterwegs. Ach, man kann auch gedrückt halten. Ich brauche gar nicht dauernd klicken, siehst du? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wahrscheinlich müssen wir auch noch das Dach decken. Vater hat mir oft erzählt, wie er und Mutter sich in der Scheune amüsiert haben. Ja, was glaubst du, wie du entstanden bist? So. Ist auch noch alles kaputt? Nein, das ist alles soweit in Ordnung, hoffe ich. Kann man hier irgendwie sehen, wo noch was repariert werden muss? Da mir der Krieg meine Eltern genommen hat, versuche ich mich jetzt allein um den Hof zu kümmern. Nur noch, dass wir reparieren die beschädigten Gebäude. Das Problem ist, dass das Dach auch beschädigt ist, ne? Ist man hier noch? Nein. Ich glaube, man sieht irgendwie, was beschädigt ist und was nicht, oder? Ich bin so durstig von all dieser Arbeit. Ein Besuch im Dorf ist eine gute Idee, es sei denn, es gibt kein Wodka mehr. Es gibt kein Wodka mehr. Schluss mit Wodka. Schluss mit Wodka. Kann man eventuell... Ich glaube, das ist in Ordnung soweit. Baue ein Plumpsklo. Achso, Speinchen zeigt mir schon, wo ich hin muss, siehste. Wir bauen mal das Plumpsklo. Wir fangen natürlich, wie jedes Plumpsklo gebaut wird, mit der Tür an. Dann kommen erst die Seitenteile. Bevor wir das machen, gucken wir mal, ob wir noch ein Dach machen müssen. Keine Ahnung, ich komme nicht rein. Okay, kein Dach. Also kann es durchaus sein, dass ich das noch... Mach mal auf den Kram hier. Also die Nach... Also das Dings geht nicht weg, ne? Kann ich... Wo ist das Schwein hin? Das Schwein schläft. Na hurra. Aber die Aufgabe ist geblieben, ne? Warte mal. Kann ich die Bretter hier weglegen? Zwei Bretter habe ich übrig. Na hurra. Zwei bestätigen. So.
Habe ich die jetzt rausgeworfen? Nee, habe ich nicht. Kann ich irgendwie sehen, was ich noch brauche? Das Dach jetzt fertig, ja oder nein? Nein. Hier lagen doch irgendwo immer diese Metallplatten rum, oder nicht? War das nicht so gewesen? J. J kann ich drücken, so viel wie ich möchte. Passiert nichts. Irgendwo am Zaun. Oh, guck mal, hier ist ein Äpfel. Irgendwo am Zaun. Da hinten das? Nein. Das sind die normalen, das sind die Platten, oder? Nee, das ist... Das ist alles nur Holz, was hier rumsteht. Da sind Platten, guck mal hier. Und die kann ich nicht nehmen. Wenn ich J drücke, passiert tatsächlich gar nichts. Ich würde gerne... sehen, wo ich noch was reparieren muss, ne? Wir nehmen noch mal den Hammer in die Hand. Davor spielt er in den Tipps gesagt, dass alles Notwendige im Schuppen liegt. Stimmt. Frage ist, welchen Schuppen hier? Hier ist auf jeden Fall jede Menge Zeug. Futter etc. Holz zum Heizen. Schuppen ist da drüben. Da, warte mal, da. Kann ich die nehmen? Ja, kann ich. Wie viele brauche ich? Alle 30 werde ich ja wohl nicht schaffen, ne? Wir nehmen mal 10 Stück mit. Dann müssen wir die blöde Leiter da wieder ranstellen, ne? Wo ist denn die geblieben? Ach, die steht jetzt wieder dort hinten. So, nimm die Leiter mit. Öff. Und dann stellen wir die hier wieder ran. Oh, passt. Nee, passt nicht. Warte. F. E. Schief, aber geht. Komm schon. Na, oh. Mein Traum. Nein, ach Mann. Neue Flaschen für Wodka machen. Nee, ich muss jetzt erstmal hier reparieren. Sonst werde ich hier mit diesem Teil überhaupt nicht fertig. So, jetzt nochmal E. So, jetzt aber. Dafür brauche ich ein paar Asbestplatten. Was? Wo kriege ich die denn her? Wieso sind meine schon wieder alle hier? Au! Asbestplatten? Ah! Wir nehmen die anderen 20 auch noch mit. Bei dem Plumpsklo brauche ich auch von diesen Matten. Von diesen Platten hier.
Geh mir weg mit deinen Asbestplatten. Oh, ich hab die gar nicht mitgenommen. Jeder Gang macht schlank. Bestätigen. So, jetzt aber. Und ich könnte wetten, auf dem Klo kommt auch einer auf. Wenn Reparieren so einfach ist, ne? Siehst du? Repariert. Hoffentlich brauche ich da jetzt keine Leiter, um das darauf zu bauen. Ah, guck mal hier. Ich brauche mehr Bretter. Die bestätigen. Genug mit für die Arbeit, Flauschi, such mir eine Flasche. Flauschi, such eine Flasche. Flauschi, Flasche. Kasimir hat den größten Teil seines Besitzes durch das Trinken verloren. Wo bin ich? Ist das mein Hof? Nein, ist es nicht. Ach du himmlische. Besiege die Alkoholsucht. Drücke J, um das Tagebuch zu öffnen. Jetzt kann ich das Tagebuch öffnen. Wintervorbereitung, besiege die Alkoholsucht. Schau im Hilfemenü. Oh Gott. Ja, das ist ein besoffener Farmer, dem wir jetzt mal ein bisschen helfen, wieder normal zu werden. Hoffe ich. Wir werden die Alkoholsucht mit Arbeit besiegen. Mit guter, ehrlicher Arbeit. Wie sehen denn unsere Stats aus? Ja, nix Alkohol. Ich hätte gerne einen Schluck Wasser oder sogar ein Bier. Nein. Du kannst einen Schluck Wasser trinken, mein Freund. Wodka oder Bier gibt's das nicht. So. Ich würde mal sagen, da das Tutorial ja jetzt zu Ende scheint, winterdicht machen. Was heißt denn winterdicht machen? Wintervorbereitung. Die Kälte trifft diesen Teil der Welt hart. Wenn mir das Brennholz ausgeht, könnte ich erfrieren oder krank werden. Glücklicherweise gibt es hier eine Menge Bäume, die ein anständiger Vorrat. An Vorräten ist auch wichtig. Ich muss mich gut vorbereiten, weil ich nicht den ganzen Winter schlafen kann wie ein Bär. Das heißt, ich hätte jetzt eigentlich Holz hacken sollen. Aber mit was will ich denn Holz hacken? Ich habe ja meine Axt. Verkauft. Hier noch eine Axt drauf? Nee. Also wir haben Feuerholz da. Du schaffst das, Wasser ist lecker. Ja, ich hoffe doch. So, hier ist die Küche. Kann man hier das irgendwo hinlegen, das Feuerholz? Da. Shift kann ich nicht. Kann ich das hier rausschmeißen?
Bestätigen. Das will er nicht. Okay, können wir das woanders hinlegen? Können wir das in die Vorratskammer packen? Hallo? Hier. Wo ist jetzt das Feuerholz? Wo habe ich das jetzt hingetan? Jetzt habe ich das jetzt hier hingetan. Okay, da kann es bleiben. Ist mir egal. Müssen wir ja sowieso mal gucken, was wir hier alles für Zeug haben. Ne? Das kann ja eigentlich relativ viel alles verfeuert werden, ne? Aber wie kriege ich denn jetzt meine Axt zurück? Ich habe die ja verkauft. Ich brauche einen Drink, aber einen stärkeren. Nein. Damit wird hier nicht... Du kriegst hier kalten Entzug. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber du kriegst hier kalten Entzug. Schauen wir uns mal um, was wir hier alles so haben für Zeug. Jetzt im Winter anbauen wird wahrscheinlich... Oh! Schrott! Nur ein Schatten ihres eigenen Nutzens. Glücklicherweise kaufen einige ihn hin und wieder noch. Macht sogar irgendwie Geld draus. Okay, warte mal. Wenn ich Schrott verkaufen kann. Ich meine, ich frage ja nur für einen Freund. Und wie kann ich Schrott erkennen? Ah, okay. Das ist ja cool. Dann werden wir hier schön Schrott verkaufen und dann unsere Sachen wiederholen. So kann man aber auch gleich... wir sind, glaube ich, ein bisschen schwer. 15 Schrott, damit jetzt in die Dings zu laufen. Ich werde ihm tatsächlich keinen Alkohol geben.